Bist du bereit für den totalen Krieg? Nein, bin ich nicht. Denn ich wähle den alles Vernichtenden. Achso, ich muss ja noch was auswählen. Schere! Stein! Und natürlich beginne ich als Erster, wie es mir verdient hat. Und mit dieser Niederlage beginnen wir diese Runde. Genau, hallo! Hallo Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und auf den Kanal von Man of the World LP. Wir sind hier wieder bei einer weiteren Runde Yu-Gi-Oh! Was ist das für ein Deck? Euch. Ich hab doch ein Deck gebildet, was ich eigentlich bis... Hä? Null. Also ich muss sagen, ich habe jetzt ein anderes Deck genommen. Ich weiß gar nicht, ob ihr es kennt. Ich habe auch ein anderes Deck, aber ich kenne das nicht. Also wie es scheint, hat der Alex ein vorgefertigtes Deck genommen. Deswegen habe ich beim Filter eingestellt, dass man nur Benutzerdecks sehen kann. Also kleiner Tipp für dich, du kannst nur Benutzerdecks sehen. So, auf jeden Fall, der Man of the World hat mal mit seinem Deck reingekackt, dann hat keine Ahnung, was er hat. Ich habe ein neues Deck mir mal herbeigezaubert. Ich weiß nicht, ob ihr es schon kennt. Also mein Deck beruht sich darauf, einfach dir ohne dich anzugreifen, dich trotzdem zu töten. So. Pro Runde? Das ist jetzt einfach so quasi für jede Karte dann passt. So, auf jeden Fall, wir kommen wieder zurück. Jetzt muss ich mal gucken, was habe ich hier für Fusionsmonster. Aha. Oh, er spielt ein Fusionsdeck, okay. Trotzdem beschwöre ich diese Karte. Aktivieren Effekt. So, willkommen zurück, Leute. Ich hatte eine lange Winterpause hinter mir für die ganz schlauen Füchse, die es gesehen haben. Eine Hinter- oder Winter? Nein, eine Winterpause, eine richtig, aber richtig fett lange Winterpause. Ah. Das erklärt sich einfach ganz einfach. Also es ist ja Weihnachtszeit gewesen und Silvesterzeit. Da hat man sowieso keine Zeit, weil man ja Familie, ne, kennst du? Du hast Familie. Kennt ihr? Ja, Frauen, Kinder und so, weißt du. Mhm. Ja, und die Woche vor... Du warst ja schwanger. Ja, ich war schwanger. Du bist außerdem dran. Also die Woche vor der Weihnachtszeit, da war ich die komplette Woche wirklich krank. Ich lag wirklich toter Boden quasi. Und deswegen hatte ich da keine Zeit. Die Woche, in der ich, also in der ich dieses Video aufnehme, also das sind vom 6., also ab dem 7., ne, also wenn die Weihnachtszeit rum ist, dann so nach drei Heilige, drei Könige die Woche. Da muss ich sagen, habe ich auch keine Zeit. Denn ich wohne, also ich wohne wirklich im Süden Deutschlands, also nahe Alpen, und für die Leute, die es mitbekommen haben, Dr. Klei, so gehen die Schule mehr hast und wissen da alle, was schneit's, da schneit's, und wirklich ohne Witz, egal ob Arbeit, egal ob Schule, egal was, alles ist bei uns geschlossen. Deswegen könnte man jetzt eigentlich sagen, ja, Enderman, wenn du ja alles geschlossen hast, dann gammelst du ja eh nur zu Hause rum. Und da kannst du ja auch ein paar Videos aufnehmen. Aber nein, so ist das nicht. Denn ich hing wirklich ein paar Tage gar nicht zu Hause rum, wie es die meisten vielleicht vermutet hätten. Hat sich ein Iglu gebaut, ja? Ja, das ist es, genau. Ich habe mir nämlich ein Iglu gebaut. So ein 3 Meter Haus schon. Ach nee, so ein 8 Meter hoch, 10 Meter langes Haus schon aus Schnee. Einer meines Reich. DSL hat er sich gelegt. Was ist denn das für eine Karte? Das kann ich aktivieren. Ach so. Maske der Beschränkung. Aha. So, auf jeden Fall. Ja, hatte ich auch keine Zeit nach den in der Woche, also in dieser Woche, in der das Video sogar aufgenommen wird. Jetzt könnte man sagen, ja, wenn du es am Video am Donnerstag aufnimmst, dann kannst du es ja am Freitag so bringen oder Samstag, Sonntag. Und ich finde, dann wird mein Zyklus ziemlich zerdestroyed, finde ich. Ich finde, ich fange am Montag an und ziehe dann immer so jeden Tag ein Video.
Also dass ich wirklich von Montag bis Sonntag und dann von Montag bis Sonntag und nicht irgendwie Freitag, Samstag, Sonntag und dann Montag. Ja. Ich finde, das ist für mich einfach nicht rentabel genug. Sagt man das so? Du willst Geld verschlanken, gut. Rentabel genug, ey. Rendiert sich nicht, einfach so sagen wir das so. Ja, und bei mir war ja fast das gleiche, bei mir kam ja glaube ich auch fast eine Woche gar nicht. Hatte bei mir auch einen Grund, dass ich weiblichen Besuch hatte, der mir jetzt langsam auf den Sack geht. Und also ich habe das Gefühl, jeder weibliche Besuch, der geht dir nach zwei Wochen auf den Sack. Ja. Ach nein, nicht Fusionstor. Aber erzähl mal ein bisschen von deiner weiblichen Bekanntschaft. Person. Erstmal geht man auf Endphase. Erstmal zockt die auch. Das ist das Geile, die zockt PS4. Alter, haben uns erstmal okay. Nein, PS4, da kannst du ja gleich in die Tonne treten. Nee, also ich muss sagen, ich habe jetzt auch wieder angefangen. Ich habe neu habe ich mir Red Dead geholt. Ich habe mir Red Dead Redemption kann ich noch nicht. For Honor habe ich mir gekauft. Und ach nein. Doch, For Honor habe ich keinen Lappen, Alter. Ey, For Honor habe ich mir doch habe ich auf der Gamescom gezockt. Jetzt gefällt mir. Ja, aber das muss man auf dem PC spielen. Ich finde die Steuerung auf der PS4 nicht so gut. Nein, stell dir vor, vorhanden mit 4K Monitor und dann mit so einer RTX 2080. Ja, Alter. Ja, da musst du aber erstmal haben. Das ist die andere Geschichte. Das ist ja, aber das reicht ja auch, wenn du nur 8080p Bildschirm hast. Außerdem habe ich mir für die PS die VR schon lange geholt. Weil ich dazu mir weil ich mir Kinder einen PC kaufen muss dafür. Und deswegen habe ich gesagt, gut, für die PS4, ich habe ein paar Gutscheine, kaufe ich. Also die Gutscheine hättest du ja mir können ergeben können, Alter. Ich habe euch, ich habe zwar auch PS4, aber das liegt aber nur daran, dass einfach hier, dass ich hier so einen Vater zu Hause bei mir, also sitzen habe, der wirklich nichts Besseres zu tun hat, außer die ganze Zeit zu zocken. Das ist ja, es hört sich vielleicht gut an, aber im Grundprinzip ist es nicht so dufte, wenn dein Vater zockt. Jetzt habe ich vergessen, Eierhessen zu steigern. Oh, bin ich bescheuert. Greif vielleicht mal an oder so. Nee. Ey, sonst kommen wir hier heute nicht mehr fertig, Alter, wenn du nicht mal angreifst. Ich will nie wissen, was du da drunter hast. Was ist denn das für ein Effekt? Den Effekt habe ich hier. Wow, der Effekt, der ist ja der Hammer. Ich kann doch nicht mal eine Fusionskarte mir holen, weil ich einfach noch nicht mal die richtigen Karten habe. Sonst würde ich mir mindestens das holen. Na gut, dann wollen wir nicht mal glücklich machen. Was ist das denn hier? Ja, wollen nicht glücklich machen, nicht wahr? Huch, was ist denn das da, Alter? Eine Schildkröte. Wir machen nicht glücklich. Der hat ein UFO auf dem Kopf. Hä? Okay. Oh, natürlich ein bisschen stark, nicht wahr? Alter, 3600 für ein 4-Sterne-Monster, das ist viel zu krass. Ich hab hier gerade gar nicht mehr, glaube ich, oder? So, ich hatte natürlich wieder zurück und kurz Scherbe der G wieder aktivieren. Der 300 Schaden kassieren. Jetzt muss er Karten wegwerfen. Schön. 2, 4, 6, scheiße. Ich spiele diese Karte und 2, 4, 6, 7. Muss ich gar keine wegwerfen, wenn ich jetzt... Ich opfer einfach diese Karte hier. So. Und du bist dran. So, ich aktiviere erstmal Albtraumrad. Was macht auf dein Eisspasti. Und du bist. Was macht denn die gleich nochmal? Okay. Bin ich einverstanden. Warum kann ich
die. Okay. Gut, das kapiere ich nicht, warum ich die nie legen kann. Gut. Brauche ich nicht kapieren. Dann nehmen wir. Okay, anscheinend. Ich habe zwar Angst, die Karte zu aktivieren, aber anscheinend könnte ich irgendein Fusionsmonster mir doch holen. Wer weiß warum. Aber damit es ein bisschen spannender wird, nehmen wir königliche Feuerstummer. Kann die denn? Als diese Karte, wähle ein Monster von Typ in deinem Friedhof. Ja, macht Sinn, wenn du ein Monster... Du hast ja nicht mehr... Wow. Ja, eben. Aber ich sage, die Karten... Das ist teilweise, aber es ist irgendwie ein Feuerdeck. Das ist irgendwie geil, das heißt. Nein, das ist kein Feuerdeck. Ein Feuerdeck ist was anderes. Das ist ein Fusionsdeck. Oh, so. Das ist ein Unterschied. Nein. Ich aktiviere Spiegelkraft. Ich aktiviere Schlaghieb. Was ist das denn? Leider hilft es mein Eieisen nicht. Sehr schade. Hä? Mein Eieisen. Was bringt jetzt der Schlaghieb, Alter? Frage ich mich eigentlich auch, was in diesem Moment das gebracht hat, aber eigentlich sollte er. Achso, ja, er hat ja deklariert. Aber... Hä, warum habe ich gerade. Achso, ja, Albtraumrad. Ja, irgendwie geht hier gerade alles irgendwie ab. Ja, ich aktiviere irgendeine Karte. Ach so, ja, Effekt aktivieren. Kriegt noch mehr Schaden. Zerstöre ein Monster auf dem Spielfeld. Wow. Ja, zerstöre mal. Wow. Ja, ich krieg auch meine 300 Schaden. Das ist jetzt so ein Spiel. Das könnte auch ewig gehen, theoretisch. Ende. Ah, egal. Wir beenden mal die Runde. Okay. Ich finde es aber im Übrigen gut, dass du mir ein bisschen Platz da unten gepacht hast. Ich habe jetzt auch so viel Platz. Das so. Ist schade. Nackt spiele ich noch eine Karte verdeckt und ich mache hier erstmal ein bisschen Platz für mich selber. So, und dann aktiviere ich kurz Krug der Gier. Der bringt mir nichts. Ich mal kurz hier gucken. Könnte ich überhaupt mir irgendwas holt? Also irgendwie habe ich das Gefühl, bei ihm läuft es gerade nicht so. Aber wie geht's euch eigentlich da draußen? Ich meine, jetzt die Winterzeit ist rum, Silvester ist rum. Was habt ihr alles so zu Weihnachten bekommen? Was habt ihr alles in Silvester gemacht? Was für Vorsätze habt ihr? Ich werde was probieren. Erzählt mal ein bisschen hier, weil Menzi hier, der sagt, sie wird Polymerisation, warum auch immer. Warum kann ich den jetzt auf immer beschwören? Vor allem, wenn du kein Fusionstor aktivieren kannst, dann kannst du auch keine Polymerisation beschwören, das ist dir schon klar. Ich hab hier sowieso nicht, was der Sinn hier dahinter ist, aber pff. Ich wollte eigentlich eine andere Karte aktivieren, aber dann nehme ich eben Labyrinthpanzer. Weil die andere Karte aus irgendeinem Grund muss halt öfters bei Fusionstor nachschauen, muss einfach mal so schauen, ob du ein. Nein, ich konnte nichts. Ich konnte mir nichts holen. Außer über Fusionskarte konnte ich mir was holen. Sonst konnte ich mir kein Monster holen. Das ist jetzt das Traurige. Weil dein Deck auch dazu ausgelegt ist, 4-Sterne-Monster für ein Fusionsmonster zu opfern. Du kriegst keine 7 Sterne oder 6 Sterne in deinem Deck. Ach, das ist mir doch egal. So, ich aktiviere nochmal Spiegelkraft. Das war mir klar. So, und jetzt habe ich auch genug Platz, um dir voll in die Fresse zu kacken. Alter, das klingt so doof. Das ist gerade so richtig da, muss ich dir sagen. Ja, richtig der Darm, Alter. Beenden. Das macht keinen Spaß. Das ist wieder so eine Runde, wo du überhaupt nichts machen brauchst.
Weil du dich absolut nicht mit deinen Karten auskennst. Weil ich gesagt habe, das ist ein komplett fremdes Deck hier. Obwohl ich ein Deck ausgewählt habe, was. Obwohl ich ein Deck ausgewählt habe, was mir gehört. Das ist das Traurige, ja. Bist du dir sicher, dass du eins ausgewählt hast, was dir gehört? Ja, habe ich. Hast du den Filter auf Benutzer gestellt? Nein, habe ich nicht. Ja, dann kannst du dir nie sicher sein. Es war dieses 40er Deck, das neu, das habe ich genannt neue 40. Das habe ich ausgewählt. Ich aktiviere Albtraumrad. Ja, komm, mach, das ist mir scheißegal, die gerade bringen eh nicht. Okay. Da bei mir einfach alles voll Haus ist, kann ich sowieso nichts machen. Deswegen bist du dran. Oh mein Gott, ich werde verlieren. Wer hätte das gedacht? Ach, also wenn der Alex jetzt hier so ein bisschen zu Tode hinschwindet, kann er euch ja mal erzählen, was er so in der Weihnachtszeit getrieben hat, Alter. Kein Platz, kein Bock, das will ich dir sagen. War eine schöne Zeit, die Weihnachtszeit, oder? Ging so weit. Gab ja viele Probleme zwischendurch. Deswegen ist auch bei mir jetzt, muss man sagen, die Stimmung nach unten, weil es gab die letzten Tage, gab es auch richtig negative Sachen für mich, wo ich eigentlich gedacht habe, ich kann mich jetzt ablenken, und dann liest du so eine so eine Scheiße mit, und ja, erzählen wir mal lieber nicht weiter. Da kommt der Enderman um die Ecke und macht halt einfach absolut nichts, aber zerstört dich trotzdem. Okay, Google, wieso bin ich heute so schlecht gelaunt? Warum, wenn so fragt eigentlich die ganze Zeit Google, Alter? Psychologe, warum schlechte Laune ihren Sinn? Ja, geil. Weil ich dachte, Google redet mal ein bisschen mit uns. Ja, ich beschwöre hier, es bringt mir nichts. Nein, ich flamme in die Party. Das bringt mir doch sowieso nichts. Sag ich doch. Ey, das hat sowieso keinen Sinn hier. Ich hab hier auch so eine Scheißkarte auf dem Deck. Der Verbündete der Gerechtigkeit Carlos. Es ist kein... Also hier steht nirgendwo da, dass es irgendwie speziell beschwören kann, muss. Level 6er Monster. Also 6 Sterne. Weiß nicht, warum ich das... Darunter steht bloß Maschine. Ein mächtiges Monster im Nebeltal. Der ultimativen Waffe... Also bitte einfach mal Endphase drücken. Waffe. Die von Kuli, keine Ahnung, erschaffen wurde. Mehr steht zu dieser Karte nicht hier. Ich wollte nicht beide Räder für ein Monster verschwenden, deswegen habe ich immer so gewartet, bis du mal hier was legst. Ja, ich hätte... So in zwei Runden bist du schon tot. Ja. Wie gesagt, ich hätte schon lange diese eine Monsterkarte hier gelegt. Auch vorhin hätte ich in Fusionsmonster geholt mit 2700. Weil Maschine und Ding, Fusionsmaterial hätte ja geklappt, aber nein, warum auch immer, soll ich mir was holen, das Spiel ist doch scheiße, ich kann... Nee, wer weiß, warum du dieses 6er Monster nicht beschwören kannst. Jetzt würde ich gerne mal wissen, ja, komm, sag's mir. Ja, schließ dir mal bitte die Karte neben Totenkopf-Aufforderung durch. Ja, du kannst kein Monster als Tributbeschwörung beschwören. Alter. Ich glaub, das so lange gebraucht hat. Fick die Hände, ich hab keinen Bock mehr. Leck mir am Arsch. Verdammte Kacke. Wir haben gerade mal das zweite Spiel und der hat jetzt schon keinen Bock mehr. Ich hab keine Lust mehr, ich gehe nach Hause. Ja, dann würde ich sagen, was ist für heute? Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Vielleicht, keine Ahnung, weiß nicht. Nee. Liken, abonnieren, ich muss zum Bäcker, ich muss gucken, dass ich noch Brot bekomme, bevor er zumacht. Wenn ich seit früh ist nur noch im Schlafanzug hänge, weil ich keinen Bock habe, mich umzuziehen, Leute. Ich habe gerade meine Kopfhörer weggeworfen außerdem. Hat seinen Kopfhörer weggeworfen? Ja, hab ich. So, dann würde ich sagen, was ist für heute? Wir sehen uns ja einfach, wie gesagt, beim nächsten Mal vielleicht wieder, weiß nicht, mal schauen. Mal schauen, ob überhaupt noch ein nächster Part kommt. Von mir aus, ciao, adieu, auf ein Wiedersehen. Ja. Tschüss. Ja, aber ich müsste wirklich mal losgehen. Aber sonst muss ich bis zum Kaufland fahren.